Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Jack Keane. Wir müssen weiter die Briefmarke von Amandas Brief irgendwie abbekommen und ich habe leider noch keine Ahnung, wie wir das anstellen werden. Ich denke mal, wir müssen irgendwas mit den Wespen machen. Ich wollte mal hier, habe ich die Gefäße eigentlich schon, hier diese leeren Dinger schon bei den Wespen ausprobiert? Ich weiß es gar nicht. Gab es hier irgendwas? Nee, hier geht es nur nach oben. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Ach, was soll's? Hört ja doch keiner zu. Genau, die hört ihr keiner zu. So, kann ich jetzt irgendwie so eine leere Teedose von Dr. T's Finest. Genau. Können wir die jetzt irgendwie mit dem Wespenschwarm benutzen? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Schade. Helfen Sie oder irgendwie eine Dose aufschneiden? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Ach, hier komme ich auch nicht mehr runter? Doch. Ah, was sage ich? Macht keinen Unterschied. Macht alles keinen Unterschied. Es kann nie genug Möglichkeiten zum Verstauen geben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Der könnte mal seinen Mund halten da draußen. Eine kleine Spende für einen, dem das Schicksal übel mitgespielt hat. Also ich würde jetzt immer noch denken, wie in der letzten Folge auch schon, um eine Briefmarke davon abzukriegen, brauchen wir irgendwie einen Dampfreiniger. Oder irgendein, ne, wisst ihr, so Wasserdampf. Ein paar Pennies, damit ich da mir ein neues würde ich dann Schiff sagen, damit könnte man das ablösen, das Briefmarkenpapier. Deswegen habe ich das ein gesagt, weil ich Pennies. Natürlich ich sage nämlich immer Briefmarkenpapier. Ja. Ihr nicht, aber das macht ja nichts. Was gibt's denn hier eigentlich? Warum kam man denn hier hin, wenn man hier doch gar nichts tun kann? So, das verwirrt mich. Spiel, warum lässt du mich hier hin, wenn ich hier nichts tun kann? Ich möchte nicht, dass so etwas passiert. Ich möchte Schlauchlevel haben. Die mich einfach nur von A nach B kriegen. Stoff. Ich könnte weiß Gott was erzählen. Schild. Sagt er da irgendwas anderes? Der schlaue Hai. Nein, er sagt nur der schlaue Hai. Helfen Sie der Wahlföderation. Vielleicht haben Sie jetzt eine Spende für mein neues Schiff. Nicht direkt. Bis später. Bis später. Mann, was soll ich tun? Das Fass hat da irgendwie... Was sagt er? Er hat schon einen Grund, warum es da steht. Es erfüllt sicherlich einen sehr wichtigen Zweck. Oder so, Kapitän, ja. Kannst du mir Hilfe? Hilfe, helft mir doch. Helft mir doch, was soll ich tun? Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie mein wichtiges Paket verschickt haben. Ja, sag du mir doch mal Bescheid, wie ich die blöde Briefmarke da abbekomme. Vielleicht hier im Wasser... Wenn ich das so mache, schwimmt mir die Marke am Ende noch weg. Ich brauche ein Gefäß. Ah. Das scheint nicht zu funktionieren. Warum denn nicht? Das wird nicht funktionieren. Warum denn nicht? Ich brauche ein Gefäß. Ich habe hier alte leere Teedosen. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Willst du mich jetzt verarschen? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich brauche ein Gefäß. Ist doch ein Gefäß. Ich denke nicht, dass da ist ein bisschen Wasser im Boot. Aber es sinkt nicht. Warum kann ich denn jetzt... Wenn ich das so mache, schwimmt mir die Marke am Ende noch weg. Ich brauche ein Gefäß. Ja, aber ich habe leere Teedosen, 3 Stück. Eine leere Teedose ja. Von... Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Du denkst nicht, aber ich denke schon. Das wird nicht funktionieren. Ich denke schon, dass es funktionieren wird. Ich denke nicht, dass das ich funktionieren Ich denke schon, dass es funktionieren wird. Das wird nicht das funktionieren. Das wird funktionieren. Okay, wir brauchen also noch ein anderes Gefäß. Aber was denn? Was denn für ein anderes Gefäß? Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Hier drin können wir ja nichts holen, weil wir kein Geld haben, richtig? Oder steht jetzt irgendwie ein Gefäß hier rum, was wir einfach so mitnehmen können? Ein Wetterfeuerzeug, ergiebiges Schmierölkonzentrat. Können wir mit dem Abenteuer nochmal reden? Hat er noch was zu sagen? Na, noch immer interessiert an einem Gespräch mit einem erfolgreichen Abenteurer? Immer. Ich bin auch ein erfolgreicher Abenteurer, Kapitän, haben wir schon gesagt? Ich bin auch ein erfolgreicher Abenteurer und Kapitän. Kapitän? Von welchem Von der Legende? Ja. Charme? Die Farming Princess. Ist mir doch egal, ob sie erfolgreich sind. Ist mir doch egal, ob sie erfolgreich sind. So reagieren... Ja. Tja, er hätte gerne ein Gefäß. Ein Gefäß, ein Klavier, Heute ein Klavier. Heute im Sonderangebot. Nimm 3 für 2. Ein Klavier. Ein Grammophon.
Stehdosen. Dr. T's Finest, soweit das Auge reicht. Tja, meine lieben Freunde, was können wir denn da tun? Kann ich den jetzt hier einwerfen vielleicht? Das macht einen. Soll ich den wirklich nochmal auf die Reise schicken? Ich denke nicht. Da denkst du wahrscheinlich richtig. Globus, afrikanische Trommeln. Mysteriöse, was? Achso, die mysteriöse Schachtel. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ich eigentlich schon. Okay. Ein Gefäß. Warum bestimmt das die Müsli-Schale als Gefäß? Wie kriegen wir denn die Müsli-Schale da weg? Wir können die doch bestimmt mit seiner Pfeife ausräuchern, oder nicht? Das probieren wir, also ich probiere erstmal irgendwie mir die Müsli-Schale zu krallen. Wahrscheinlich wird er dann irgendwas sagen. Und vielleicht bekomme ich dann eine Gesprächsoption hier. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Die Wespen bewachen eine schlecht ausgespülte Müsli-Schale. Ja, die will ich haben. Die Wespen bewachen eine. Der Brief, den sie mir gab, mit einer Marke drauf. Das wird nicht funktionieren. Ich könnte weiß Gott was erzählen. Aber wie kriegen wir denn die Wespen da weg? Entweder mit was Süßem oder halt mit seiner Pfeife da. Aber die Pfeife gibt er nur an jemanden, der das dringender braucht. Aber wir brauchen die dringender. Wir brauchen die nämlich für die Wespen. Also nochmal versuchen hier. Hallo, ich brauch die Pfeife. Bitte, bitte gib sie mir. Bitte, 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 bitte. Hey, der Herr, so einfach möchte ich mich nicht von dem guten Stück trennen. Ja, aber... Vielleicht haben... Fürs Pfeiferauchen scheint ihr Geld aber noch zu reichen, was? Fürs Pfeiferauchen scheint ihr Geld aber noch zu reichen. Naja. Ja, du kommst nicht davon los. Wenn ich jemanden wüsste, der die. Ja, ich. Dann könnte ich mich. Ich? Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Also gut. Darin stand, dass ein Rat. Ja, sein Zufall. Okay. Dahin. Und ich. Ja, ja, ein bisschen Scam. Also, genau. Genau. Richtig. Also, ich verstehe. Sehen Sie. Bis später. Er gibt mir. Mir gibt er die, aber nicht. Aber ihr wisst, sie sagt ja auch nichts Neues. Sag mir Bescheid, wenn dir. Ja. What am I supposed to do? Ich brauche die Müsli-Schale. Die Müsli-Schale muss ich irgendwie die Wespen da wegkriegen. Wie kriege ich denn die Wespen da weg? Ich würde sagen mit Rauch, aber dann ich komme nicht an die Zigarette, an die Pfeife daran. Oder kann ich ihn hier bedrohen? Geht das in diesem Spiel? Gib mir die Pfeife. Das wird nicht funktionieren. Ah. Gib mir die Pfeife. Hier. Was? Hallo? Gib mir die Pfeife. Das wird nicht funktionieren. Kann ich was Rauch abfüllen vielleicht? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ach, da oben. Ach, da ist die Müsli-Schale. Hey, wir sind hier nicht in London, wo man einfach alles klaut. Das hier ist eine zivilisierte Stadt. Ja, aber. Von draußen guckt er die nur an. Ja, bitte. Ja, bitte, ich hätte gerne diese Müsli-Schale. Ich möchte etwas kaufen. Ich möchte etwas kaufen. Wie schön. Ich muss wohl erst mein... Es muss Ihnen... Nein, ich habe... Dann soll vor allem... Ja, ich würde ja echt gerne auf mein Schiff und mein Geld holen, aber ich kann ja nicht auf mein Schiff. Ich kann ja kein Geld holen. Ich kann ja nicht. Kann ja hier nur ablegen. Betrachtet Charming... Hallo? Wo war Betrachtet Charming Prinzess? Ich sollte erst ablegen, wenn dieser Agent bereit ist, an Bord zu gehen. Wo war Betrachtet... Was? Was war da? Was? Jacks Geldgeheimversteck. Ah. Ups, jetzt ist doch glatt die Planke abgebrochen. Das war's dann wohl mit meinem Geheimversteck. Was? Naja, mehr als diese 30 Schilling sind sowieso nicht mehr drin. Okay, morsche Planke und 30 Schilling. Ah, okay. Gut. Das hat jetzt doch eine Weile gedauert. Jetzt habe ich 30 Schilling, vielleicht kann ich ja dafür... diese Müsli-Schale kaufen. Hallo, hallo? Hallo, Shopbesitzer. Ja, bitte? Ich möchte etwas kaufen. Ich möchte etwas kaufen. Wie schön.
Wie viel Geld wollten Sie denn so ausgeben? Ich habe 30 Schilling. Gut, da hätte ich 4 sehr nützliche Produkte, die jeweils 10 Schilling kosten. Moment, dann kann ich ja mit meinen 30 Schilling nur 3 davon kaufen. Moment, dann kann ich ja mit meinen 30 Schilling nur 3 davon kaufen. Dann müssen Sie wohl oder übel eine Auswahl treffen. Nein. Aber was ist, wenn ich in der Ferne unterwegs bin und merke, dass ich die falsche Wahl getroffen habe? Dann müssen Sie das tun, was alle Abenteurer in einer solchen Lage tun. Kreativ sein? Naja, eigentlich schreien Sie dann alle um Hilfe. Aber Sie können es auch gerne mit kreativ sein versuchen. Okay. Dann zeigen Sie mal her. Also, ich habe hier eine Outdoor-Schere aus 8-fach gefaltetem Stahl. Ein extra haltbares Allwetterfeuerzeug. Eine Dose besonders ergiebiges Schmierölkonzentrat. Sowie einen verstärkten Präzisionskompass. Tja. Also der Kompass ist sicher hilfreich. Der Kompass ist sicher hilfreich. Eine tolle Wahl. Dieser hier funktioniert sogar am Nordpol. Okay. Ein Feuerzeug ist auch gut, das brauche ich. Ich brauche das Allwetterfeuerzeug. Eine sehr gute Wahl. Damit kann man sogar im Monsun eine Pfütze anzünden. Ah, super. Tja, was können wir noch? Schmierölkonzentrat oder Outdoor-Schere? Ich nehme das Schmierölkonzentrat. Ich nehme das Schmierölkonzentrat. Eine ausgezeichnete Wahl, falls Ihr Steuerrad mal einrostet. Ganz genau. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Kommen Sie bald wieder. Außer Sie haben schon etwas gekauft und wollen es jetzt verwenden. Was? Kann ich jetzt irgendwie was umtauschen? Kann ich jetzt die Müsli-Schale? Ja, bitte. Kommen wir später wieder. Ich komme später wieder. Kann ich jetzt hier irgendwie die Müsli-Schale vielleicht dann wieder was anderes dafür umtauschen? Hey, wir sind hier nicht... Das hier ist eine... Ich würde sie auch kaufen, aber du bietest mir diese tolle Müsli-Schale ja gar nicht an. Hier kann ich immer noch nicht rein, nicht wahr? Die Dinge in meinem Hof stehen nicht zum Verkauf. Ja, ist klar. Ja, nee, würdest du vielleicht so eine Teedose haben? Shop-Inhaber, hallo? Würdest du eine Teedose haben? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren, verdammt. Hallo, raus? Raus! So. So, die mal Sachen angucken. Er sieht ein wenig schäbig und wenig vertrauensvoll aus. Die mal angucken Sachen. Eine Schiffsplanke, die von der Charming Princess abgebrochen ist. Was natürlich nichts über den allgemeinen Zustand des Schiffes aussagt. Nein, nein, ganz und gar nicht. Auf den ersten Blick wirkt es allerdings nicht besonders wettertauglich. Aha. Eine ziemlich kleine Dose für den Preis. Das wird nicht funktionieren. Tja. Kompass, wie? Willst du einen Kompass haben? Brauchst du bestimmt für dein Schiff einen Kompass. Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint auch nicht zu funktionieren. Tja. Vielleicht hier die anzünden, aber die brennt sie ja schon. Sie brennt doch schon. Aha, sehr gut. Hier, Schmierölkonzentrat mit der Pfeife. Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Die morsche Planke auf das Schiff hier hinten. Hilft das irgendwas, wenn wir die jetzt da reintun? Das wird nicht funktionieren. Nein, das wird sogar nicht. Schmierölkonzentrat? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich denke auch nicht. Ach ja. Oder kann man mit dem Schmierölkonzentrat die Briefmarke lösen? Das wird nicht funktionieren. Tja. Eine kleine Spende für einen, dem das Schicksal übel mitgespielt hat. Vielleicht probieren wir mal mit dem Feuerzeug oder mit dem Öl mal die Wespen da zu vertreiben. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Ich hoffe natürlich nicht, ich habe jetzt die falschen Sachen genommen, das kann man gar nicht vorstellen. Schiff kaufen kann. So, hier Feuerzeug mit Wespenschwarm. Zünden Sie an! Ich denke nicht, dass das funktioniert. Zünden Sie doch an! Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Zünden Sie die Wespen an! Das wird nicht funktionieren. Ja, ist ein bisschen. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ein bisschen Verzweiflung gerade. Das scheint nicht zu funktionieren. Warum denn nicht? Das wird nicht funktionieren. Warum denn? Aber was wird denn funktionieren? Ich könnte weiß Gott was erzählen. Ja. Du könntest mir mal erzählen, wie ich hier weiterkomme. Helfen Sie der Wahlföderation, Moby Dick zum Präsidenten. Du nervst auch langsam, weil du immer dasselbe sagst.
Das ist sehr lustig, was du sagst, aber nach dem 50. Mal ist es das nicht mehr. Eine Trage, einen großen rollenden Fels, ein Fallenaufspürer, Schild. Das sieht ja aus wie Raketen, aber kann ich da, habe ich ja nichts mit anzünden hier, Stoff anzünden. Eine kleine Spende für einen, dem das Schicksal übel mitgespielt hat. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Warum auch? Hier, Ölkonzentrat. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich auch nicht. Und ich denke, ich beende diese Folge, diese wahnsinnig produktive Folge, wo ich so unglaublich viel geschafft habe. Beende ich hier und jetzt an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank für eure Geduld, die ihr mit mir habt, wenn ihr sie denn habt. Ich danke euch sehr dafür. Bis dahin, macht's gut und tschüsschen.